So, damit sollten wir auch zurück sein auf YouTube. Wir haben erstmal so einen kurzen Break gehabt im Livestream und sind jetzt wieder da, was auch letztendlich damit zu tun hat, ich habe eine Pizza bestellt. Und werden... Na, ich krieg gerade noch eine Nachricht rein. Ja, die ist uninteressant. Beziehungsweise sie ist gerade nicht so wichtig. Ja, und sind immer noch in dem Krieg. Hat sich nicht viel getan, beziehungsweise gerade verändert. Ich muss nur gerade schauen. Alpha Centauri ist natürlich jetzt noch unter der Belagerung. Wir haben jetzt die Punktverteidigung für unsere Schiffe. First New Hope wächst und gedeiht die Flotte. Ob uns das am Ende hilft, sei dahingestellt. Obwohl ressourcentechnisch immer genug Penetrationsschiffe bauen. Am besten, wir würden den in irgendeine Falle locken können. Zum Beispiel, wenn wir den hier an einem Planeten bekämpfen könnten. Egal auf welcher Seite. Das wird den so erledigen. Observatorium wäre Forschungsbonus. Damit kann ich gerade nicht dienen. 3,4000 hat er jetzt schon. Kampfstärke. 21 Zerstörer. Ich habe, glaube ich, 9. Ne, 8 gerade. So, da haben sich ein paar Rivalitäten wieder gebildet. Migration nur bei der Primärspezies. Machen wir mal. Umsiedlungen sind, sind erlaubt. Wahlrecht gibt es ja eigentlich nicht. Erstkontakt ist immer aggressiv. Xenoerleuchtung ist gestattet, also primitiven Völkern zu zeigen, wie man in die Sterne reist, also zu den Sternen. Xenostudien, unbegrenzt, aktive Studien. Eingeschränktes Bombardement. Säuberungen sind gestattet. Sklaverei. Würde ich irgendwann auf die Xenos ausweiten. Mir fällt gerade ein, wir sind immer noch dabei, die Physik zu pushen. 144 Monate. Aber wir sollten vielleicht die Antimaterie-Rakete pushen. Oder die Forschung wieder ganz normal vorantreiben. Ah ne, komm, wir machen eine Beschleunigung der Maschinistenforschung. Das spart uns einen Monat ein. Mehr Penetration. Research complete. Ich überlege gerade, ob ich die hier oben unterwerfen sollte. Zerstörermontagebereich. Mineralveredelungsanlage. Das wird uns bei den Mineralien auf jeden Fall helfen. Und wir brauchen nicht so lange für die Forschung.
Ich dachte erst, es kommen noch mehr Bodentruppen. Was macht die Flottenstärke? 1300. Wir sollten mal kurz ans Design nochmal gehen. Ich glaube, die Deflektorschilder haben sich verändert, ne? Plus 5 Leistungsspektrum. Die Wächterpunktverteilung bleibt drin. Die Splitter auch. Dann haben wir die Rakete. Wo wir übrigens Antimaterie-Raketen jetzt besser benutzen sollten. So, du bleibst bitte so. Ist der auch wieder durch? Verteidigungsstation. Der bleibt dabei, wie die aufgebaut ist. Obwohl ich nicht verstehe, warum der einfache Massebeschleuniger benutzt, anstatt die Autokanone. Ah ne, es sind Autokanonen. Oder? Ist auch egal, jetzt ist es so, wie ich es haben will. Konstruktionsschiff, da gibt es nichts Neues, was sie einbauen könnten. Die Korvette. Die hat die Autokanonen hier drauf, das ist auch okay. Zerstörer habe ich gerade umgebaut. Der Schaden in der Sekunde ändert sich minimal. So, wir können noch mal eben die Upgrades durchführen. Das ist nämlich auch nicht so teuer. Ja, stopp! Der Raumhafen, hier noch das Solar. Hier kannst du ein einfaches Kraftwerk noch aufbauen. Hostile fleet detected. Sklavenabwicklungseinrichtung, ey. Was neu? Das ist typisch deutsch, ey. Der Name ist einfach typisch deutsch. Wo warst du heute? Ich war in der Sklavenabwicklungs... Ach, der migriert nach Kledatua. Ich habe ja auch erlaubt, dass die jetzt migrieren, ne? Dann gehen die natürlich zur Heimatwelt, wo alle ein bisschen zufriedener sind. Vor allem durch das ewige Bombardement sind die total happy auf der Heimatwelt. Vielleicht das Migrieren nicht erlauben sollen. Naja, ist jetzt einfach so. Research complete. Festung. Gewaltige Verteidigungsstation. So, jetzt können wir aber das hier rausnehmen. Construction complete.
Construction complete. So, sehr schön. Dann können wir den planetaren Außenposten ausbauen und das gibt uns erstmal mehr Nahrung. Auf dem Planeten und das ist wichtig. Construction complete. Station under attack. Wo, wer, warum? Erzähl doch keinen Blödsinn. Construction complete. Tja, die Geldmenge schrumpft. Hostile fleet detected. Station under attack. Ships upgraded. Construction complete. Das ist doch ätzende Kacke. So, Rivalität gegen dieses Billigvölkchen, was sich abgesplitten hat von diesem Tukil Zorak, schießt mich tot. Research complete. Construction complete. Metallkeramikpanzerung. Zerstörermontagebereich. Na, wenn, dann versuchen wir noch größere Schiffe zu bauen. Ist ja nicht so, als wenn ich jetzt schon nicht Probleme hätte, die Ressourcen dafür beziehungsweise zu holen. Sehr schön. Die Station wurde geupgradet. Können wir direkt alle Verbesserungen durchreißen. So, da sind die Lebensmittel ja auch erstmal egal. Vor allen Dingen, wir könnten eigentlich einen der Lebensmittelproduktionen abreißen und für was anderes verwenden. Wo ich das gerade sehe. Die Grundlage da ist 2, hier auch. Warum sind das alles so gute Nahrungsmittelfelder hier? Mineralveredelungsanlage. Knall einfach das Kraftwerk drauf und gut ist. Hostile fleet detected. Ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Denn Flotten sind lächerlich angeblich gegenüber mir.
Ansonsten habe ich jetzt gleich einen Feind noch größeren. Oder? Will ich das? Aber ich muss irgendwoher Stärke herholen. Unterliegen. Reichsbevölkerung, relative Macht, lächerliche Flottenstärke, Technologiestufe ist ebenbürtig. Alter, ohne Scheiß. Naja. Ja, das Problem ist einfach, ich werde den hier nicht besiegen können, egal was ich mache. Toll, jetzt haben die weitere Soldaten rüber migriert. Beziehungsweise Bevölkerung ist rüber migriert, was gar nichts bringt. Finde ich auch total super, dass meine... Da der Planet, der bombardiert wird, da sieht ihn die ganzen Leute rum, beziehungsweise rüber. Das macht ja voll viel Sinn. So, die gammeln ja eh auf dem Heimatplaneten. Gammeln ist vielleicht übertrieben. Aber produzieren tun die ja auch nichts mehr. Vor allem, die müssten durch die Bombardierung ja denken, scheiß Planet, hier möchte ich ungern leben, weil den ganzen Tag mir Bomben auf den Kopf fallen. Stattdessen eher alles cool. Den ganzen Tag Bomben sind schon okay. Lustigerweise produziert er ja doch noch Ressourcen. Das sollte aber gar nicht der Fall sein. Construction complete. Merkwürdig. Station under attack.
Station under attack. Hostile fleet detected. Ich sehe keinen Angriff irgendeiner Station. Moment. Was ist das für ein Projekt, was ich noch übersehen habe? Ach, die Gasviecher greifen hier die Station an. Naja, ist halt so. Die fressen halt die Gase, die sich da befinden. Oh, es hat geschellt. Moment.